Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Minigames mit Monchi zockt LP und mich, Dennis. FTW Zocker. Oder so. Ja, heute mal eine andere Runde, außer dieses Arena Brawl. Keine Ahnung, wo ist er mir hier? Was hast du gesagt? Das heißt Craycraft. Craycraft, ja, hau rein. Party sind wir schon. Kein großes Rumgerede mehr hier. Ah, das gibt's nicht. Ich nehme mal hier Pfarrer. So. Ja, was geht jetzt hier ab? Warten. Und ich muss mich gleich entschuldigen, wenn der Dennis mal rauschen sollte. Da hat Probleme momentan mit seinem Headset. Ja, das ist immer nur kurzen Augenblick, aber. Ja. Das geht dann schon. Ich hoffe, es darf nicht allzu sehr. Und Musik im Hintergrund hat er auch. Hört man das etwa? Ja. Ich möchte jetzt ungern in der Aufnahme meinen kleinen Bruder anmeckern. Nein. Oh mein Gott. Will mein Klischee nicht nachkommen. Wie heißt denn der? Hust. Ja. Nee. Ah, ich will einen anderen Stuhl. Man kann das Knacken nicht mehr hören. Ich weiß gar nicht. Bei mir hört man wahrscheinlich nur meinen alten Körper knacken. Knick, knack. Meinen alten Körper. Oh yeah, Game startet. Ich will mich dauernd irgendwo reinbacken, aber es geht nicht. Das ist mit dem Drang. Ich weiß nicht, reinzuquetschen. Ich hab da voll den Drang zu. Das ist toll. Ja, 10 Sekunden noch. 9, 8. Wusch. Ich bin froh, dass wir eigentlich wieder aufnehmen können, dass die nicht mehr diese Sounds im Hintergrund wieder sind. Übel. Was muss ich also machen? Wir haben jetzt solche Railguns, und mit den Railguns können wir Leute erschießen. Hab meine Waffe aus der Hand genommen. Und mein One-Hit sind, glaube ich, Leute. Glaube. Ja doch, man One-Hit Leute. Bin tot. Warum kann ich nicht so oft schießen? Was soll denn der Scheiß? Muss nachladen. Das ist doch eh die Anfang. Man kann ja seine Waffen auch wie immer seine aufwerten. Ach so. Immer den im Erfahrungsbalken gucken. Ah, ich bin tot. Nope. Ma. Hm? Ich sehe keine Gegner. Du siehst die Namen. Ach, leck mich doch. Warum leckt's jetzt bei mir schon wieder? Das ist doch ätzend. Ach, kacke Internet, Noob. Ich hoffe, es leckt nicht in der Aufnahme, sonst muss ich jetzt gleich mal schon unterbrechen. Ach, Kill. Ah, ich bin tot. Boah, ja, nee, was nicht du. Schon gedacht. Glaubst du, warum glitscht jeder auf dem Boden? Das nervt. Das ist doof. Oh mein Gott, wie sie rumgammeln. Noch schlimmer als COD. Ja, okay. Nein! Ich schieß den an und auf einmal leckt der. Ja, schießt auf die Lecks. Mann! Ich bin wenigstens. Scheiße, du bist über mir. Wo sehe ich? Was sagt da rechts? Ja. Ich finde keine Gegner. Doch, da oben rennt einer. Ja, super. Itachi. Boah, in der Luft. Bin tot. Lol. Wie bin ich denn jetzt gerade gestorben? Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir nicht so. Ne? Nee, das ist nicht so meine Welt. Deine Welt ist voller Regen. Einhörner. Immer Einhörner Zuckerwatte. Sowieso. Zuckerwatte. Ich liebe Zuckerwatte. Ich probiere dich gerade zu suchen, aber irgendwie. Ich finde es doch nicht bei mir ein Geist, Baby. Mein Gott! Ah, nee, Scheiße, war nicht was? Ich. Das war nicht ich, aber ich hab auch auf dich geschossen. Ob zu campen? Ich? Ja, komm. Nein, noch ein Typ. Leck. Hey, hinter dir. Leck. Ach, er ist noch dort. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Bei mir leckt's gerade voll. Hey! Ja, bei mir leckt's voll.
Haha, schiebt's auf die Decks. Nein, immer wenn ich neu spawne. Guck mal, wie die campen, Mann. Beim bist immer noch unter dir. Ja, ist mir Banane. Und wenn du über mir wärst. Ist mir egal. Boah, okay. Ich bin Beste. Mein Gott. Ja, Leute. Ach so, ja. Dann kann ich mal schon nebenher sagen, mein neues Projekt, wo ich jetzt starte, Haunted, wird sich ein bisschen verzögern. Oh. Ja. Schon vorbei. Ah, ich bin Dritter. Und ich Vierter. Ah, das war jetzt nicht so. Noob. Das war jetzt nicht so das tolle Spiel. Das wird sich ein bisschen verzögern. Und zwar, da ich momentan einfach die Zeit nicht dafür habe. Aha. Aber okay. Komm, wir machen Blitz Survival oder was? Oder Adventure. Mach mal Adventure Lobby, komm. Einfach jetzt ein Adventure starten? Ja, ich will jetzt mal gucken, was das ist. Lobby 1 wieder ganz normal. Adventure Lobby 1, genau. Ah, ich bin schon. Hm, ja, was okay. Sagt denn die Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Aber wir müssen nicht gleich neu anfangen, wegen Zeit und so, weil das dauert ein bisschen länger. Nö, das passt schon, komm. Wenn du meinst. Ja, das passt schon. Das passt schon, das passt schon. Ja, das passt schon. Was haben wir noch nicht gespielt? Haben wir irgendwelche noch nicht gespielt? VIP-Maps. Na, rechts können wir eh nicht. Star Wars war nicht so gut. Star Wars war scheiße. Ah, Herobrine Returns hatten wir schon. War of the Fallen. War of the Fallen? Hier macht es in der Mitte Adventure. Fertig. Scheißegal. Okay. Scheißegal. Ja. Ah, Adventure beginnt. Wer liest vor? Mir egal, ich kann vorlesen. Weil die Leute sehen ja bei mir die Aufnahme. Was hart? Na, hart. Gib mir die Schaufel. Muss voll sein. Tutorial. Die Schaufel, du Bastard. Forever long. Play this map on blablabla. Okay. Bossfight. Wir haben hier gleich einen Bossfight, Alter. Wir haben keine Waffen. Das Tutorial Bossfight, du. Achso, aber. Tötet ihn! Ja. Dräng ihn mal in die Ecke, dann kannst du von rechts schlagen und von links, so. In die Ecke, wie in der Schule. Ich hab den Disk. Hallo. Was mache ich jetzt mit der Disk? Achso, ja, Boss besiegt, kriegt man eine Disk und dann. Dann geht die Tür auf. Und dann wird der Weiterweg geöffnet. Ach, da ist die Quest. Wir kriegen meistens eine Belohnung. Ja, das brauchen wir, glaube ich. Was? Elite-Monster, die sind gefährlich. Ja, War of Warning, wo riechst du? Ich kann nicht um. Hallo. Ja. Okay. Dann weiter geht's. Übrigens, wollen wir erklären, was War of the Fallen ist? Keine Ahnung. Soll ich erklären? Schnell. Aua. Soll ich schnell War of the Fallen erklären? Erstmal Licht und Licht. Ja, also, War of the Fallen ist eine Adventure Map auf den Hypixel Server. Und ja. Es ist halt eine Geschichte von zwei Typen, die auf einem Schiff sind und der Rest wird eigentlich an sich erzählt. Also, die Adventure Maps auf Hypixel laufen so, dass man. Man hat halt eine Stage und am Ende ist immer ein Boss. Wenn man den Boss besiegt, kriegt man eine Disc und mit der Disc kann man halt den Weiterweg öffnen. Und dann gibt es halt noch bestimmte Shops und alles und was, das wird man alles später sehen. Und halt ganz viele verschiedene Waffendrops. Ja. Und Rüstung. Da ist noch ein Bogen drin. Ach. Eine Lederjacke. Dein Schwert will ich. Tja, oh, das gibt Baller, geht mir auf den Sack. Jetzt gehen wir mal hoch und gibt's auf die Fresse. Jo. Okay, ich hab ein Set. Das hör ich mich eigentlich doll anders an, wegen meinem Schnupfen? Ja, etwas. Ja, okay. Aber nicht weiter schlimm. Ja, könnte aber ich mich nicht so sehr entschuldigen dafür. Nö. So, wo bist du?
Ich kletter gerade auf das Schiff. Wie, du kletterst gerade auf das Schiff? Ja, YOLO. Wo bist du? Kommst du? Doch, auf den anderen, auf das andere Schiff. Ja. Yeah. Müssen wir da rüber schwimmen? Nee. Ich kann noch nicht schwimmen. Musst du lernen. Captain Hook. Alter, ich bin gleich tot. Ist okay. Ich lese mal die Texte vor. I will wreck your little ship down as beast. They do slit like parrots. Du bist jetzt Captain Eleanor. Los, ich lese den Text vor. Ich bin tot. Ja, ist auch tot. Dann lese ich das vor. Alter, ich bin tot. Ja, du, okay, wir sollten versuchen, mal die Texte. Ja. Na, du. Wir sollten mir gleich die Texte mal vorlesen. Na, warum denn? Die Leute können es lesen. Nee. Doch. Was ist das, wenn sie blind sind? Ja, haben sie Pech, dann hören sie eben. Sozial. Ich gehe unter Wasser, da kriege ich keinen Schaden. Kriegst du so keinen Schaden? Doch. Nee. Warum stellst du den Napp auf Hard? Weil ich knapp bin. Ja. Schaffen wir nicht mal hier die erste. Den ersten Mob tot. Erstmal das Skelett voll auf die Fresse geben. Hey. Hab Monster tot. Ah, der Baba. So. Okay, wo sind jetzt? Ach ja, ich hab. Glaube nicht. Hab ich irgendwas bekommen? Nee. Ja, das Glück. Mal einen im Flug rein. Also unsere erste Quest: Captain Eleanor and your crew are traveling to Greynor Island. Protect the ship and eliminate the threats. Ey, danke. Was ist denn das? Ich sehe gar nichts. Ja. Da ist Captain Jack Sparrow. Alter. Auf die Fresse. Mach mal du das Skelett kaputt. Und tot. Wie, du bist tot. Ist schon tot, das Skelett. So. Ah, too easy. Plop, hast du das? Jupp. Achso. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, das sieht man dann gleich im nächsten Part, Leute. Haut rein. Jo, bis dann.